herzlich willkommen bei der Papierfabrik Weber. Mein Name ist Udo Raumann, ich bin hier am Standort der Werksleiter. Die Weber produziert seit über 60 Jahren hier am Standort Hygienepapiere in Form von Toilettenpapier, Taschentuchpapier, Handtuchpapieren. Mittlerweile produzieren wir europaweit an 10 verschiedenen Standorten mit über 3000 Mitarbeitern. Wir befinden uns hier im Verarbeitungsbereich der Papierfabrik. Neben dem Verarbeiten von Papieren und Erzeugen von Papieren ist es natürlich die Hauptaufgabe, auch unsere Energieressourcen so optimal wie möglich einzusetzen. Darum prüfen wir auch, inwieweit wir unsere Leuchtstoffmittel optimieren können und haben hier neue Leuchtstofftechnik auf Basis von LED eingesetzt, mit der wir über 50% unsere Energie optimieren konnten und reduzieren konnten. Weiterer Vorteil des Einsatzes von LED-Technologie ist eine deutlich gleichmäßigere und optimalere Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sowie deutlich geringere Wartungskosten und Instandhaltungskosten. Wir befinden uns hier in einer Halle, in der wir stellenweise schon auf LED-Beleuchtung umgerüstet haben. Diese LEDs haben den Vorteil, dass sie im Einschaltmoment sofort 100% Leistung haben. Unsere Anreißer können dadurch die Konturen ihrer technischen Zeichnung besser erkennen. Weitere Vorteile der LEDs sind die Energieersparnis, die bei 60% gegenüber herkömmlichen HQL-Strahlern liegt. Hinzu kommt, dass das Licht der LEDs aufgrund der tageslichtähnlichen Farbtemperatur ermüdungsfreier ist. In Zukunft werden wir in unserem Werk in Krefeld noch weitere Arbeitsplätze auf LED-Beleuchtung umrüsten. Wir sind hier in Dögen bei der Firma Otto Fuchs. Ich bin der Leiter der Elektrowerkstatt. Mein Name ist Helmut Schäben. Wir produzieren Kupferlegierungen für die Bauindustrie und für die Automobilindustrie und Sonderlegierungen für Sonderanwendungen. Hier in Dögen produzieren wir mit ca. 450 Mitarbeitern in unserer eigenen Gießerei Rohre, die dann für die Automobilindustrie weiterverarbeitet werden. LED-Beleuchtung setzen wir an den Brückenkrananlagen ein. Die sind da besonders wartungsfreundlich und erschütterungsfrei. Mit den alten Produkten hatten wir da des Öfteren Probleme. Die Wirtschaftlichkeit der LED-Leuchten ist auch nicht zu verachten. Wir benötigen nur noch ein Drittel der vorherigen Energiekosten. Wir sind bei der Firma Fortransource, Hersteller für elektronische Bauteile für die EDV. Mein Name ist Steiger, ich bin der Architekt dieses Gebäudes. Und die Bauherrschaft hat gewünscht, dass dieses Gebäude komplett mit LED-Leuchten ausgestattet wird, was wir dann versucht haben umzusetzen. Der Vorteil von den LEDs war unserer Meinung nach, dass sie eine sehr, sehr lange Lebensdauer haben und sehr günstig im Verbrauch sind. Die Optik von diesen Leuchten ist mittlerweile auch so weit ausgereift, dass man sagen kann, passt gut rein. Kann man jedes Bürogebäude auch als gestalterisches Element mit einbauen. Wir denken, dass wir diese LED-Leuchten oder ähnliche auch in Zukunft in Gebäuden einsetzen, sofern der Investor, der Bauherr oder der Mieter das wünschen.